Hallo und willkommen zurück bei Trials of Mana. Mein Name ist Siegbert und ich hatte mir vorgenommen, Trials of Mana durchzuspielen. Und ich wollte mich jetzt mal kurz mit der Ausbildung ein bisschen beschäftigen. Ich frage mich allerdings, wie ich vorgehen werde. Und zwar, die Angela werde ich auf jeden Fall etwas auf Geist und Intelligenz packen, da sie ja eine Zauberin ist. War mir das schon recht wichtig, dass ich das mache. Erstmal bei Intelligenz 2. Heilige Kugel. Wirbelwind. Glückspunkte. Magie kann Schaden verursachen. Erhöht die Stärke der Grundwerte? Ja gut, Stärke braucht es jetzt, denke ich mal, nicht. Erhöht die Ausdauer der Grundwerte um 5. Aber ich werde erstmal auf Geist gehen. Sieges-MP. Hoppla. Ah ne, er hat ja eine Fähigkeit bekommen. Und auf Ausdauer. Ich mache erstmal 2 Punkte überall. Ach, muss ja die anderen auch noch machen. So. Sie werde ich erstmal auf Schnellheilung. Erstmal Ausdauer. Ausdauer ist ja schon mal nicht verkehrt, wenn ich das mache. Erhöht die Ausdauer auf 5. So. Stärke. Braucht sie denn wirklich Stärke? Ich würde jetzt sagen, erstmal ja. Standhaftigkeit. Chance von 5%, keinen Schaden durch gegnerische Angriff zu kriegen. Das finde ich nicht schlecht. Davon kriegst du auch erstmal weitere Fähigkeiten. Du musst mit der Lernfähigkeit ausrüsten, um sie zu verwenden. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Fähigkeiten. Manche erhöhen den Werte, andere helfen dir im Kampf, etc. Öffne die Ausrüstungswerte-Menü und versuche dich mit Fähigkeiten auszurüsten. Ja, das mache ich gleich. Ach, mach dir direkt. Oh. Sie hat jetzt keine. Ich wollte erstmal nochmal Kevin ausbilden. Er kriegt auch erstmal 5 Stärke, dann noch Verteidigung. Ja, kann er auch da. Wieso macht das nicht automatisch? Da muss ich extra wieder auf Ausbildung drauf gehen. Da ist Kevin. Glücksfall. Chance von 5 nicht zurückgestoßen zu werden. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, das kannst du auch direkt ausrüsten. So, damit wäre alles ausgerüstet. Ja, können wir jetzt mal weitergehen. Da unten war ich noch nicht jetzt. Kiste. 400 Münzen. Können wir schon sehen lassen. Oh, es ist mittlerweile Nacht. Ah, ich verstehe jetzt auch seine Bestienverwandlung. Er ist nicht gezwungen, nachts komplett als Bestie rumzulaufen, sondern kann er sich das auch so nehmen kann. Bestimmt, weil er so ein Halb-Bestien-Mensch ist. So kann ich mir das vorstellen. Dann kann er das ein bisschen kontrollieren. Zombie. Noch mehr Zombies. Na, kommt her. So, machen wir einfach mal so. Schade. Ich glaube, der ist jetzt besser. Ah, hat sich schon besser mit mir gelohnt. Müssen wir mal die Gruppe heilen. Ich
Mal wieder mit Angela ein bisschen rumlaufen. Und die Fähigkeiten nutzen. Ah, da kann sie jetzt wenigstens mal die benutzen. Komm ich denn hier hin? Das ist die Handelsstadt Baisa. Die Händlergilde hatte Informationen erhalten, wonach die Magier aus Athenia im Norden einen Angriff vorbereiten. Ihr könnt einer ihrer Spione sein. Zurzeit dürfen keine Fremden die Stadt betreten. Achso. Okay, kommen wir bestimmt später hin. Oh, guck. Das hat sich doch gelohnt. Ich sag das irgendwie fast zu allen Gegenständen, aber ich finde, das lohnt sich generell. Wenn man irgendwas findet, was besonders ist, eine Feennuss, die kann ich bestimmt auch einpflanzen, möchte ich wetten. Sachen sagen. So, gehen wir mal weiter. Und zwar jetzt den richtigen Weg. Und zwar durch die Höhle. Heilung mitnehmen, kann ja nie schaden. Wer weiß, was für uns hier erwartet. Da ist leider nichts drin gewesen. Nimm dies und das für doppelt. Level up. Ja, hier ist ein kürzerer Weg nach unten. Ah, da ist noch eine Kiste. Eine Statue. Aber ich will nicht speichern. Das ist aber eine windige. So ganz schön windig hier. Ja, hau doch rein mit den Stab jetzt. Sie denn jetzt Magie benutzen? Achso. Moment mal. Erholung, teilweise Erholung. Komm ich denn dazu? Warte mal. Heilige Kugel, wie kann ich den denn jetzt benutzen? Schnell festlegen. Ah, kann ich bestimmt so machen.
アンジェラ王女、断りの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。なぞぱ。そんな、私が何をしたって言うのよ。待ちなさい。どんな理由であれ、抹殺なんて許せません。抹殺？何？黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。 Was ist das denn? Schwieriger, aber ich finde es trotzdem angenehmer so. Man braucht auch ein bisschen Herausforderung. Ich fahre gar nicht vor ihm. Ganzen Heilsachen drauf. Oh, jetzt sind sie alle gleich auf. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. マナストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことは、やっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。
早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい精霊たちを見つけ出さないと。でも橋は落ちてしまったし、フォルセナにはどうやって行けばいいのかな。Ja, erstmal gar nicht. Oh. Hoka ni Forusena ni iku hōhō ga nai ka? Wissen habe ich mir den Heimweg erspart. Kanarazu nani ka hōhō ga aru hazu desu. Ich frage mich gerade was, wie viel Samen ich jetzt habe. 11. Heißt, ich kann wieder was pflanzen. So, mal sehen, was ich jetzt aus den nächsten 10 rauskriege. Heilkraut. Basiliskenzahn. Bonbon. Noch ein Zahn. Wolfgel. Puckbüste. Ich frage mich, wofür die ganzen Münzen sind. Und die Bürsten. Ah, Level 2. Meisterzopf hat jetzt die Stufe 2. Eine höhere Chance von Gegnern Samen zu beuten und gute Gegenstände neu zu kriegen. Schön. Aber hier ist jetzt nichts. Spaltsteinkluft führt eine reizende Brücke. Das ist der beste Weg, um nach Versena zu gelangen. Ja, der ist jetzt nicht mehr da. Die Brücke ist nicht mehr. Anscheinend sagen sie aber leider wieder, immer wieder dasselbe. Oh Gott, ich habe eine böse Vorahnung. Ich habe wirklich eine böse Vorahnung. Wir haben ja vorhin, in der letzten Folge haben wir eine Kanone betrachtet. Ich glaube, wir schießen uns rüber. Ja, das sieht auch hart. Das sieht auch danach aus. Suche in Maya nach Hinweisen. Hä? Ich dachte, ich muss da rein. Ah, ich muss mit ihm reden. Ich dachte, er wäre draußen. わしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。この前と名前違う。ああ、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。Der riecht sich aber schnell auf. Schießt er uns mit der Kanone rüber. Wieso heißt es Version 2? すまんが君たちニトロの火薬を取ってきてくれ。わしは次なる発明で忙しいのでの。よっしゃーさあ、いっちゃいっちゃー。いや、super、wo krieg ich jetzt den Zündstoff her? 火薬ね。とりあえず、町の人に聞いて回りましょう。Irgendwie müssen wir die Kanone ja abfeuern können. Nitromit? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zwerger das in der Mine benutzen, um Tunnel zu graben. Der Eingang zum Zwergentunnel befindet sich in der Spaltsteinkluft. Da findet ihr die kleinen Leute. Oh. War das nicht da, wo ich gerade war, bevor das mit der Brücke war?
Musik ist so toll. Super. Sehr gut, schwer. Los. Kann ich nochmal einsetzen? Ich wollte nochmal einsetzen, aber ich habe ja gar nicht mehr genug. Ach, das ist schon gesehen. Auf die 12 und nochmal auf die 12. Ah, Kevin ist Level up. Hm? War der gerade schon da? Warte, wenn Kevin jetzt Level 10 ist, kann er ja den ablegen. Oder nicht mehr. Nee, das meinte ich. Ja. Ach, ich habe eh gerade keine Ahnung. Ja, dann kann er den auch noch behalten. Sind die jetzt auch Level 10. Oh. Das kann man immer mitnehmen. Mal wieder mit Kevin laufen. Oh, jetzt sind die Untote. Wenn das mal nicht Erfahrung gab. Was ist sagen? Gegenstand nach einer Handaxt. Na, kommt alle zu mir. Der andere. So. Ah, schade. Muss ja sagen, Herr Kevin. Macht denn seine Bestiengestalt ja doch ganz schön viel Schaden. Hätte ich gar nicht gedacht jetzt. Ja, mal sehen, ob wir jetzt in der Höhle hier was finden. Na komm, die Heilung kann nicht schaden. Ich glaube, ich wiederhole mich. Das ist aber nicht gut. Ich sollte mich nicht wiederholen. Die habe ich ja schon. Ah. トンネルってこの辺りのはずなんだけど。いや、土木の出ますね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんすよ。大地の抜け目は別名、宝石の谷と言われるぐらい、水晶などを岩に含んでるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいっす。まあ、見ててください。この岩
一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、じゃあこれが真実の姿、ドワーフトンネルへの入り口っす。さあ行ってみましょう。Ah, wer hätte das denn gedacht? Zwergendorf. Wispen のおかげで。ドワーフの村を見つけられましたね。早速道具屋に行って頼まれた火薬を探しましょう。Also friedliche Ecke hier. Dann bauen wir doch einer einen Storch. Oberirdische, ihr habt unser Trick am Eingang durchschaut, was? Tja, willkommen im Zwergendorf. Tja, habt ihr gedacht, ihr könnt auf Ewigkeit hier in Ruhe verweilen, aber nö. Da bin ich gekommen, um eure Ruhe zu stören. Da komme ich leider nicht durch. Wir haben für Waffen keine große Verwendung. Warum führt die Läden eigentlich nicht mehr Spitzhacken? Das wüsste ich gerne. Ah, jetzt kann ich gerade nicht lesen. Wir Zwerge stellen aus Erz. Aus dem Erz, das wir abbauen, Waffen her. Ja, das ist alles Handarbeit. Das Höhlenleben liegt mir nicht so ganz. Sehe ich etwa aus wie ein Maulwurf? Bisschen arrogant. Wir haben für Waffen keine große Verwendung. Achso, ne, mit denen habe ich ja schon geredet gerade. Jetzt gehen wir nicht wieder an die Schippe. Aus dem Weg, ich muss nur... paar Löcher graben, also kommen wir nicht in die Quere, wenn du deinen Kopf behalten möchtest. Mann, sind die freundlich, die beiden. Das waren heute ganz schön anstrengend. So langsam muss ich mal was essen. Ja, doch. Hier in der Gegend sieht man nicht viele Menschen. Hey. So. Was Neues für mich? Tatsache, der hat was Neues für mich. Dann hat... ah, da ist auch ein Waffenhändler. Nitromit? Hm, ich glaube, Watz hat welche in seinem Laden. Ah, muss ich eh nach oben. Ja, neue Waffen. So. Alle bestens ausgestattet. Ah, das sperrt sich auch ein bisschen geändert. Was soll ich bloß nehmen? Keine Ahnung. Ja, das hat einiges zu tun. なんかトンネルの奥の方でどえれことになっとるちゅうて。だけどモンスターがうようよしとるけ。アイテムでも買うてけ。そういやほら、ワッツに店番頼まれてたで。そんなわけでいらっしゃいませ。あ、danke。 Suche nach Watts. Ja, wo ist denn der? Ach so. Ach, da war ich noch gar nicht. Ich nehme an, du hast schon von unserem Schutzelementar genommen gehört. Seine Erdkräfte sorgen in der Mine für unsere Sicherheit. Wir können von Glück reden, dass wir ihn haben. Wir hatten tagelang gegraben, ohne was zu finden, und schon fast die Hoffnung aufgegeben. Doch dann stieß ich auf ein riesiges Loch. Tief im Fels versteckt sich ein gewaltiges Monster mit wilden, funkelnden Augen. Mann, oh Mann, ich habe mir schon fast in die Hosen gemacht. Höhlen sind schön und ruhig, wie friedlich.
Ist weggesprungen. Oberirdisch verschwindet. Ja, nett. Puh. Arsch. Ah, Salamandertag. Schwach? Sie hat die Wand aber weggesprengt. Ich habe schon überlegt, die ganzen Ladesequenzen einfach rauszuschneiden, allerdings dauert das dann mit dem Hochladen länger. Aber ich denke mal, das ist trotzdem besser. Das sind Goblins. Da komme ich aber leider nicht durch. Was steht denn da? Einschutzsucher, lasst Watz in Ruhe, wenn ihr wisst, was gut ordnet. Ah, ich kann noch. Ah, guck mal. Stacheligel. Wow. Nur noch nicht down. Nein, nicht. Ah, ist das was? いかにもワッツだ。ニトロの火薬。ああ、それならほれ、ここにあるだよ。もちろんただでとは言わねえべ。5000力でどうだ。ふふふふふ。め、商売上手だな。しょうがねえ。 3000力に負けといてやるだ。 どうだ? お買い得だべ? そうけ? なら、またにす。 え? いや、あの… おお、こんなことしてる場合じゃねえだ! この場所は、オラたちの守り神、ノーム様の神聖な場所だったのに、 ノーム様がいらっしゃらない! うん。最近どうも地震やら地鳴りやらが多いので心配して来てみたら、ノーム様が行方不明。えらいこっちゃ。こうしちゃいられねえだ。ほら、ノーム様を探しに洞窟のさらに奥に進むぞ。あっちゃ。行っちゃった。 うん。ワッツさんを追いかけて、もう一度交渉しましょう。それに、ノームさんが行方不明っていうのも気になるわ。もしかしたら大変なことが起きているのかな。ファーム。 Wenn wir das Geld hätten, ob wir das hätten überspringen können. Wie lange kriegt der jetzt noch Schaden? Ich
meine Albträume kriegen. Jetzt bin ich auch vergiftet. Gibt es nichts gegen... Erhöht Erfahrung vorübergehend um 10%. Rose im Bereich Vereinigungsschaden, MP-Heilung, der TP-Computer wechselt von Tag... Wechselt die Zeit zu Tag oder Nacht? Okay. Hebt alle Magieeffekte eines Verbündeten auf. Halt Statuseffekte eines Verbündeten, das ist das Top. Habt ihr euch gedacht? Ah, komme ich wieder hoch. Aber hier würde ich jetzt nicht wieder hochkommen. Was ist denn da? Da geht's nach unten, da geht's nach oben. Ich geh erstmal nach oben. Sachsam wieder bekommen. Magisches Seil. Ah. Glaube ich, hätte erst doch nach oben gehen sollen. Dann hätte ich da hinspringen können. Ja gut, aber wer hätte das ahnen können? So, jetzt könnte ich da rollen. Aufmachen. Ah. Engelskelch gekriegt. Ich würde am liebsten Phönixväter dazu sagen. Das ist ja auch noch was. Verdammt. Oh. Nee. Erstmal nach da oben hin die Kiste holen. Lederhalsband. Ah, super. Und nochmal den ganzen Weg. Weil es so schön war. Sie sind auch schon wieder da. Der Respawn ist aber manchmal schnell und manchmal auch wieder nicht schnell. Freund der Kaktus. Schön, ihn hier zu finden. Finde noch dreimal, um einen Preis zu bekommen. Okay. So, jetzt könnten wir hier lang gehen, aber nicht mehr da lang. Okay. Dann geht's nach oben lang. Da sind Pilze. Die Pilze mache ich noch. Ja, ist nicht geschlafen.
準備はいい。Ah, die sind gleich Level up. Dann muss ich auch die nicht heilen. Aber hier kann ich ja eh heilen. Und das ist auch ein guter Punkt, um mal eine Pause zu machen. So. Schon mal abspeichern. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache jetzt nämlich hier wieder einen kurzen Cut. Ich will nicht länger als die Videos machen als 40 Minuten. Ich finde 40 Minuten ist schon eine ordentliche Zeit. So, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Einen positiven Kommentar kann auch nicht schaden. Oder ihr habt auch Verbesserungen für mich. Dann könnt ihr mir das auch mal sagen, was ich da besser machen könnte in meinen Let's Plays. So, aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Trials of Mana. Jetzt heißt es erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.